Manchmal, da fühle ich mich einfach nicht richtig geerdet. Da möchte ich neu lernen und zu schätzen wissen, was ich so habe und mich daran erfreuen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, wenn man so haltlos ist und rastlos, ja, da kommt mir so ein Survival-Spiel wie Grounded genau recht. Denn in diesem Spiel fühlt man sich nicht nur klein, man ist es auch. Und zwar ist man nur etwas größer als eine Ameise. Ja, wir haben Grounded schon mal gespielt hier auf dem Kanal und hatten viel Spaß, also zweimal im Stream. Heute machen wir mal eine reguläre Folge, einfach so mitten rein und mal gucken, was passiert. Wird bestimmt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und vor allem hoffe ich auch, dass ihr Insekten mögt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, in der Tat geht man ja davon aus, dass die Insektenküche die Küche der Zukunft ist, also so was weiß ich, in 100 Jahren. Da ernähren wir uns hauptsächlich von Insekten und also anstelle von Rind, Schwein, Huhn, Eidechse und was ihr sonst noch so gerne esst. Also praktisch Fleischersatz, ne? Weil das wohl auch sehr gesundes Fleisch ist, so Insekten. Ja, aber gut, ich weiß nicht, wisst ihr, auch in 100 Jahren ist mir das auch egal. Könnt ihr essen, was ihr wollt. Ne, hier spielen auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Grounded und guck mal, wie schön das ist. Guck mal, wie schön das ist, ne? Das haben wir gebaut, ja, nicht ganz, ich habe noch ein bisschen weiter gemacht, also größtenteils haben wir es in einem Stream gebaut, in zwei Streams, um genau zu sein. Und ist aber schon wieder eine Weile her, es gab auch einige Updates, da weiß ich aber selber nicht wirklich, was das alles genau ist. Ich wollte jetzt hier einfach mal spontan loslegen und diese schöne Atmosphäre in dem Spiel genießen. Wir bleiben auch jetzt gar nicht lange zu Hause, denke ich mal. Gehen wir doch gleich mal kurz rein. Ja, hat den wieder die Tür offen gelassen. Hoffentlich war ich das. Und nicht irgendein Käfer. Ich müsste eigentlich mal wieder ein paar Wassertropfen oder Tautropfen aufsammeln. Ah, vielleicht finden wir unterwegs was. Ich kenne da schon so eine Stelle. Vielleicht laufen wir da einfach mal hin. Seht, also ich habe hier schön eine Smoothie-Bar und ein Pilzfeld. Und hier in dem Spinnennetz fängt sich halt der Morgentau, mal was zu trinken. Wir haben auch ein Lagerfeuer, da können wir schön uns was grillen. Und dann habe ich hier praktischerweise mal eine Brücke gebaut, hier rüber auf dieses Plateau, weil ich hier doch relativ häufig nach Sachen gesucht habe. Also zum Beispiel sowas hier wie so ein Löwenzahnstrunk. Boah, kommt da viel raus, du liebe Zeit. Haben wir gleich wieder das Inventar voll wegen nix, ne? Aber ich habe immer die Hoffnung, dass die... Ach so, jetzt nicht. Jetzt habe ich diesen Stamm entwurzelt. Da wächst dann jetzt auch wahrscheinlich nichts mehr. Ich habe mal sowas gehört, dass das so funktioniert. Bewiesen haben wir es noch nicht. Gehen das aber, bevor wir jetzt hier so richtig loslegen, erstmal vielen Dank. Oh, eine Feder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ihr seid gut drauf. Habt überhaupt eine schöne Zeit. Dieses Video ist auch ein Teil meiner Minenweihnacht 2020. So eine kleine Aktion mit täglichen Videos. Wenn ihr das Video jetzt hier seht, kann es euch aber auch egal sein, wenn Weihnachten schon vorbei ist. Schadet ja nichts, ne? Ist ja kein Unterschied. Ah ja, da sind aber doch schon neue Pusteblumen gewachsen. Also das ist gut, das ist gut. Die Feder ist auch gut, aber da halten wir uns jetzt nicht so weiter mit auf. Wir wollten noch mal eben was trinken gehen und vielleicht auch noch mal was essen. Wir ernähren uns hier hauptsächlich von Pilzen unterwegs. Und wie ihr merkt, hat der Max auch immer richtig schön Appetit, ne? Das ist nicht so ein Suppenkasper. So Leute, ne, die beim Essen immer rummäkeln, ne? Immer irgendwas auszusetzen haben, ne? Das mag ich nicht, das mag ich nicht. Ne? Da gehört der Max nicht zu. Oh, guck mal hier, Limonade. Boah. Ja komm, und da sind sogar noch Kalorien drin. Die machen also auch noch ein bisschen satt. So, jetzt nochmal zurück. Ich möchte mich etwas orientieren. Mein Problem ist, dass ich hier in dem Bereich, in dem ich mich niedergelassen habe, kaum was sehe. Ich vertue mich hier auch dauernd mit den Richtungen. Denn wir haben hier eine schöne Map, also wirklich. Die haben wir auch schon ganz gut erkundet in den Streams. Aber wie gesagt, wenn man das jetzt ein paar Monate nicht spielt, wie in meinem Fall, da ist zum Beispiel nochmal ein Tautropfen, den kann man da runterschlagen. Jetzt im Augenblick brauchen wir ihn ja nicht. Kann man auch einfach die Faust für nehmen. Dann verschleißt man das Werkzeug halt nicht. So, ist er runtergefallen. Oh, und habe ich den falschen Grashalm erwischt. So, zack. Und da muss man dann dahinter, er ist wahrscheinlich hier in den
in die Pfütze reingerollt. Okay, brauchen wir eh nicht. So, da vorne sind meine Lieblinge, da sumselt so eine kleine Fliege rum. Oder eine Mücke oder was auch immer. Komm, willst du nicht? Ich nehme an, das ist so eine Fruchtfliege irgendwie. Von der Größe kommt das hin. Hier, das ist mein Projekt. Das habe ich immer noch nicht geschafft, genau. Das wäre doch vielleicht meine Idee. Wir brauchen hier ein Werkzeug der Stufe 2. Ein Hammer, um genau zu sein. Ich habe... Ja, ich brauche auch, du liebe Zeit, ja, ich brauche noch so Käferteile. Und zwar von so ganz üblen Baumkäfern, nennen die sich. Und, Mensch. Ja, suchen wir jetzt mal eine Stelle, ob wir welche finden. Dann kann ich mir nämlich so einen Stufe 2 Hammer herstellen. Aus eben besagten Insektenteilen und noch verschiedenen anderen Dingen. Und ich glaube, ich laufe mal hier in diese Richtung. Da müsste es zu der Hecke gehen. Und ich glaube, da gibt es auch so Beeren. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Rezepte, die ich jetzt gerade so brauche, in Zukunft, in näherer, viel so Bärenleder und sowas brauchen. Mal schauen, ob wir hier irgendwie durchkommen. Ist auch im Moment sehr friedlich, aber ich muss euch sagen, seid schön auf der Hut. Also gibt hier schon einige so Creeper-Momente. Was haben wir schon geschrien im Stream, also das war so schön. aber Grounded ist für mich jetzt eben auch... Oh. So, das ist immer verdächtig. Könnte als Schlupfloch dienen für irgendwelche Viecher. Und dann diese Ecke hier, die ist auch immer so ganz schön besiedelt. Mit Kreuzspinnen und so. Okay, hier waren wir schon. Hier gibt es auch jetzt erstmal nichts Neues. Da unten hüpft eine Ameise. Vor dem brauchen wir erstmal keine Angst haben. Grounded ist also ein Spiel, was wirklich gut entwickelt wird. Also es kommt jeden Monat, seitdem es im Early Access erschienen ist. Na ihr? Ja, ist ja gut. Wollt ihr auch mal ins Bild? Sag mal Hallo, bevor ich euch kille. Ah, schön hier, guck mal. Boah. Das ist in Wirklichkeit nur so eine komische Pfütze mit Matsche. Aber hier liegen vor allem auch diese Tonstücke. Habe ich denn überhaupt eine Schaufel dabei? Ja, ich habe auf der 5 liegt was. Mal gucken, ob wir da schon was mitmachen können. Ja, scheint zu gehen. Ja, also es wird gut weiterentwickelt. Es kommen monatlich kleinere Updates. Auch immer mit Inhalten und so. Nur wie gesagt, die waren bisher meiner Beobachtung nach noch nicht so riesengroß und spektakulär, als dass es sich lohnen würde, da jedes Mal wieder einen Stream zu machen oder so. Deswegen wollte ich jetzt mal, nachdem ich doch schon ganz gut in das Spiel eingetaucht war, mal wieder eine Pause machen und abwarten, bis das Spiel mal fertig wird, ne? Und dann machen wir vielleicht auch eine richtige Serie. Heute ist mal so ein bisschen kennenlernen. Immer interessant. Einfach eine schöne Zeit haben. Was ist denn das? Das sieht... Was ist das denn? Irgendwas faucht mich hier an. Ja, lernen wir nicht aus, ne? Dass Insekten auch fauchen können. Was ist das hier bloß? Das sieht doch aus wie... Was ist denn das? Das ist ja furchtbar. Das sind Kleeblätter, ne? Habt ihr schon mal ein Kleeblatt von unten gesehen? Das kenne ich noch nicht. Und das ist etwas, was ich immer kritisiert habe, wobei man jetzt das Wort Kritik mal so ganz vorsichtig sagen soll, ach du Liebe, den erkennt man aber ganz gut. Ach du. Na. So, jetzt mal gut hier. Aufpassen auf Stamina, ne?
So, die sind wirklich furchtbar. Die kommen oft in Massen und holen dann noch ihre Freunde und bringen ihren großen Bruder mit und so. Und da hat man schnell mal sein Leben ausgehaucht. Oh, das ist furchtbar hier, wirklich. Und es ist auch noch eine Höhle. Was hast du denn da? Was hast du da rausgeholt? Ist da was schön? Oh. Ach, und da ist noch mal ein... Da sind noch mal Punkte, ne? Und das ist eine Kreuzspinne. So, und jetzt rede ich auch noch mal kurz den Satz zu Ende. Ich bin völlig fasziniert mal wieder. Ich muss immer nur 2 Minuten spielen, dann hat mich das Spiel ja schon wieder völlig in den Bann gerissen, weil ich das so klasse finde. Im Grunde habe ich schon als Kind immer davon geträumt, habe ich schon mal auf der Wiese gelegen, ne? Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das wäre. Man würde da jetzt so langlaufen zwischen den Grashalmen. Ne? Ein bisschen Horror, aber komisch, ne? Aber auch sehr spannend. Ja, und ich habe immer gesagt, Mensch, so Kreuzspinnen, Orbweaver, die müssen doch irgendwie, die hängen doch meistens auch im Busch, die müssen doch irgendwo auch mal raufklettern. Ne? Und da haben wir jetzt mal einen. Das ist sehr unheimlich. Ich weiß nicht, ob die da runterspringt, wenn ich jetzt hier... Oh, oh, hast du gesehen? Das ist... Die schnappt schon irgendwie, ne? Ja, pass auf, ey. Aber offenbar... Vielleicht ist sie satt. Vielleicht ist sie satt. So, dann gucken wir uns diese Höhle hier mal an. Wir sind ja jetzt hier keine Angsthasen, ne? Da liegt da auch noch was Grünes da unten. Was ist denn das alles hier? Oh, da habe ich nicht geblockt. Ha. Boah, so, es ist leider dunkel geworden. Super toll, ne? Also, das war jetzt auch irgendwie eine andere Spinne, glaube ich, ne? Die war jetzt irgendwie auch stärker als die normalen, die man so kennt. Apfelbrocken und da ist noch ein Scab. Das sind so kleine Computerteile, die man hier überall findet. Ja, du lässt mich mal schön in Ruhe. Ich überlasse dir auch den Apfelbrocken, okay? Wo geht's hier eigentlich raus? Kann ich mal eben schauen, wo es hier so... So, aha, okay. Es wird extrem dunkel hier, ne? Und ich möchte gerne den Spinnenbock mitnehmen. Also lassen wir mal was Unwichtiges wie das Zeug. Das lassen wir einfach mal hier. Und dann nehmen wir uns das mal mit. Und den Apfelbrocken können wir auch hier lassen. So, pass auf, dann bringen wir das am besten mal nach Hause. Die sitzt da oben noch. Oh, wirklich unheimlich. Ja, ich wollte eigentlich bis zu der Hecke, ne? Aber jetzt habe ich das Inventar sowieso voll. Außerdem kann das nicht schaden, sich hier den Weg mal anzugucken. Wie da lang. Ist das nicht schon wieder unsere Tic-Tac-Dose? Ah ne, das ist was anderes. Das ist wieder was anderes. Da muss man auch... Spinnennetze, seht ihr? Ich glaube, wir sind hier so lang gelaufen. Ungefähr. Diese kleinen Wasser... Gräben hier, die können einem auch ganz nützlich sein bei der Wegfindung. Es wird außerdem sowieso gerade Abend. Von daher glaube ich mal, ist es ganz gut. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, da ist nochmal dieses kleine Forschungslabor. Und hier sind wir auch schon wieder bei einer der Laserkameras. Davon gibt es 3. Das gehört zu dieser Anfangsquest. Die haben wir ja schon erledigt. Heute ist wirklich nur mal Kennenlernen und Erkundung und so ein bisschen. Das war jetzt schon sehr erfolgreich. Muss ich sagen, ich habe gegen diese komische Spinne gewonnen. Ein neues Teil mitgebracht, so ein Spinnenkörper. Gut, und dann sind wir auch schon wieder bei unserer
komischen, mysteriösen Maschine, die hier liegt. Auch das war halt am Anfang recht wichtig. Und dann laufen wir nämlich hier einfach die Straße lang und dann, das ist praktisch schon hier die Minenarbeitsstraße. Dann können wir das mal hochbringen. Die wichtigen Sachen mal eben weglegen. Hier das Zeug brauchen wir jetzt nicht. Das können wir hier lassen. Ein Spinnenbrocken. Oh, die Schuhe kann ich, da habe ich mühsam repariert. Könnte ich ja vielleicht auch mal anziehen. Futter haben wir noch genug dabei. Das brauchen wir jetzt unterwegs auch nicht so wirklich. Das ist ganz nützlich. Das dient uns so ein bisschen als Fallschirm. Und mit den Läuselatschen kann ich offenbar auch etwas schneller laufen. Dafür habe ich jetzt keine Beinschienen mehr als Schutz. Ja, die muss ich jetzt also fallen lassen. Ist natürlich nicht so optimal. Außerdem sind die auch schon relativ beschädigt, hier meine Rüstungsteile. Sollten wir also auch neue Eichelstücke besorgen, Eichelschalen. Und da haben wir auch wieder einen Wassertropfen. It's no women crime, but it's better than nothing. Genau. Allerdings ist das oft nicht so eine gute Idee, das am Abend zu trinken, bevor man schlafen geht. Denn wenn wir jetzt morgens aufwachen, ich muss auch, glaube ich, ein bisschen warten, bis ich mich hinlegen kann. Seht ihr, schlafen geht noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Spawnpunkt hier gesetzt habe. Ich mache das sicherheitshalber mal. Schlafenszeit für Teenager ist zwischen 20 und 6 Uhr. Okay, da haben wir es aber gleich. Warten wir noch ein bisschen ab, genießen den schönen Abend hier. Unten, wie gesagt, im Hinterhof, da habe ich auch schon ein Riesenlager. Und Moment, jetzt staune ich gerade, weil hier lagen vorhin noch ganz viele Grasstücke. Das ist unser Hauptbaumaterial. Irgendwie ist das verschwunden. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich doch gewundert, warum das da rumliegt. Auch hier, meine ich, wäre etwas verschwunden. Auf jeden Fall habe ich hier ein schönes Lager eingerichtet. Ja, definitiv. Hier auf dem Weg lagen sogar noch Teile. Die scheinen verschwunden zu sein. Böse, böse. Ist aber egal. Im Moment möchte ich sowieso nichts Großartiges bauen. Ihr seht aber so ein bisschen das Konstrukt, wenn man baut. Man hat so Fundamentteile. Eine ganz ordentliche Stückzahl von Bauteilen hat man schon im Spiel. So dass es doch viel Spaß macht, daran rumzufallen. Was ich hier gemacht habe, ist, hier liegt so ein kleiner Stein. Und auf dem Stein habe ich gebaut. Und dann habe ich eben hier diese schöne Terrasse noch hinbekommen. Das ist halt etwas geschützter, wenn man etwas weiter oben baut. Und was man auf keinen Fall machen darf, so am Anfang zumindest, ich glaube, das ist besser geworden. Auf jeden Fall so Lebensmittel in den Kisten lassen. Das lockt nämlich Ameisen an und die können dann tatsächlich auch hier mal was anknabbern. Und vor allem ist es sehr lästig, wenn die ganze Zeit hier rumeiern und da dran rumkauen. An meinem schönen Haus. So, dann legen wir uns hin. I can't be the only one feeling tired. Time to hit the hay. Genau. Und dann rennen wir wieder los, ne? Immer ein bisschen vorsichtig sein am Morgen. Nicht so rausstürmen, vielleicht doch nochmal eben gucken, ob wir nochmal was seht ihr, das mit dem Trinken, das ist wieder völlig verbraucht über Nacht. Das war völlig unnütz. Aber ziehen wir uns das hier mal rein. Nochmal eben. I'm not picky. Das wäre doch keine schlechte Idee, vielleicht hier auf dem Dach noch so einen kleinen Turm zu bauen oder irgendwie eine Möglichkeit, dass ich überhaupt aufs Dach komme. Dann habe ich auch eine bessere Aussicht und weiß ungefähr, wo ich hin muss. Allerdings, ja, die Richtung, die wir gelaufen waren, das war schon richtig. Das war schon in Ordnung. Ich muss halt an diese komischen Baumkäfer kommen. Und ich weiß, dass es da eine Stelle gibt, wo die sich richtig in Massen rumtreiben. Massen sind für uns jetzt zwar nicht so toll, weil wir damit ja auch klarkommen müssen, aber ich meine, das wäre schon hier irgendwo in der Gegend. Ja, die sind wirklich süß, ne? Kleine Rüsselkäfer. Oh, was machen die jetzt? Oh. Du liebe Zeit. Oh, oh nein, da ist eine. Da ist eine.
Angst. Mehrere, drei Stück, seht ihr, das ist... Och, du liebe Zeit, nein. Also gut, dass ich abgehauen bin. Vielleicht kann ich die jetzt so einzeln etwas anlocken. Ach du Herrje, ach du Herr, was unheimlich. Zack, das hat gesessen. Ringsherum rennen. Mutation entdeckt, das ist gut. So, die haben wir. Die haben wir. Wie sieht's aus mit dem Leben, mit dem Kostbaren? Och, Kinder, ist das furchtbar. Die gehen noch, ne? Die gehen noch. Aber die sehen cool aus. Guckt euch das mal an. Boah. Das hat jetzt nicht sein gemusst, dass die so zerplatzen und dass da noch so eine grüne Flüssigkeit rauskommt. Das ist aber cool. Ist auch das richtige Spiel für alle Leute mit Phobien. Ne, die so Angst vor Krabblern haben und Spinnen und so. Ihr seid danach echt geheilt. Was ist das da jetzt? Ist das hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Haben wir irgendwas genommen hier jetzt? Das ist inzwischen verdorben. Das können wir hier mal fallen lassen. Larvenstachel. Ja, seht, das waren noch nicht diese Baumkäfer, die ich brauche. Das sind andere Tiere hier. Ne? Und außerdem hatte ich ja auch zwei. Mir fehlt noch der zweite Kopf. Aber gut. Was ist das? Ich wusste nicht, dass Läuse solche Geräusche machen. So, und die lassen wir da liegen. Kann sich irgendeine Ameise holen. Was ist das da vorne wieder? Ist nur ein Blatt. Ist nur ein Blatt. Wirklich, keine Aufregung. Ist nur ein Blatt. So, aber hier trieb sich doch noch eine Larve rum. Da ist sie doch. Oh nein! Ja, war ja klar, ne? War ja klar. Aber es gehört ja dazu. Hätte nicht so herumlavieren sollen. Das gehört dazu. Was ich in so einem Fall meistens mache, ist folgendes. Ohne alles renne ich jetzt dahin. In dem Spiel ist es auch modern gemacht mit dem Aufsammeln. Ja, nicht so wie Minecraft. Sondern man bekommt auch angezeigt, wo man hin muss, wo man gestorben ist. Hervorragend, ne? Und findet auch seine Sachen ohne Zeitlimit wieder. Das finde ich wirklich... Auch heutzutage sollte man es so machen, denn das sind solche typischen Minecraft-Dinge, die vor, was weiß ich, 10 Jahren waren die noch cool und aufregend und im Grunde heutzutage nervt so ein Mechanismus nur. Finde ich jetzt, also kann man ruhig mal ein bisschen was anderes versuchen. Genau wie ähnlich, aber in Satisfactory zum Beispiel kannst du auch sehr gut deine Klamotten wiederfinden und auch ohne Zeitlimit. Und das ist hier ähnlich. Ich hoffe, wir lassen es so. Weiß man ja nicht. So, und dann nehmen wir mal hier alles mit und verdünnisieren uns. Denn die Larve interessiert mich im Grunde eh nicht. Ich renn einfach mal hier rein in den Busch. Da ist sie natürlich, renne ich genau zu ihr hin. Ja klar, ja klar. Ne? Na komm. Guck mal, ob ich hier noch irgendein Teil vergessen habe. Haben wir jetzt wieder so ein 3 Stück? Haben wir doch alle drei. Da haben wir ja doch alle 3 Köpfe. Sehr gut. Boah. Oh, wir haben hier so einen komischen Spot entdeckt. Ja, da mit den Dingen habe ich so meine Probleme. Ihr seht ja oben auch links diese beiden Markierungen, die ich finden soll. Schaufelschlucht und Steinhaufengipfel. Das ist, finde ich, unheimlich schwierig zu machen. Ich komme damit irgendwie nicht so klar. Ihr seht jetzt diese Anzeige über meiner Lebensanzeige. Ich will mal ein bisschen was essen. Und einen Schluck trinken. Ich habe hier eine Trinkflasche dabei. Die hat noch genug. Na komm. Tastes good. So, ich muss erstmal wieder lernen, dass man da die rechte Maustaste klicken muss, damit er trinkt. So, und dann pass mal auf. Ach, die sind ungefährlich hier, die kleinen grünen Blattläuse. So, schauen wir mal,
ob wir das hinbekommen hier. Ja, das wäre doch mal ganz cool. Rennen wir mal nach hier. Ich glaube, es wird etwas grüner. Oh, hoppla, hoppla, hier. Zurück. Nee, da wird es wieder ganz dunkel. Ah, seht ihr das? Ich finde das total schwierig. Ist nicht so meins, also. Ist auch wieder nichts. Dann kann das doch im Grunde nur oben sein, dass ich jetzt da drunter stehe und irgendwie... Bedrohung entdeckt. Toll, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach so. Schon gut. Ja, schenken wir uns jetzt erstmal. So, und die Stelle kenne ich auch. Hier unten müsste so auch ja, so ein gefährlicher Bombardierkäfer drin sitzen. Die sind auch sehr schwierig zu bekämpfen. Und auch nicht die Käfer, die ich brauche. Ja, aber ich glaube, das ist hier vielleicht die Schaufelschlucht. Ja, weil da ist die Schaufel. Da kann das schon sein, ne, dass wir hier irgendwie schon richtig sind. Mal gucken, ob wir das hier mal erkennen. Da ist aber niemand. Keiner da. Da vorne ist... Ah, hier! Wir brauchen schnell noch ein Kleeblatt. Dann können wir das machen. Das ist ja super. Ups. Sorry, Rüsselkäfer. Hast mir eigentlich nichts getan, aber das war Reflex. Ich hatte nämlich gerade schon auch so einen ähnlichen Angriff nochmal überstanden von diesen Larven. Mich voll erschreckt jetzt und einfach draufgehauen, der Arme. Obwohl, aus den Köpfen macht man Gasmasken. Das ist also auch nicht so verkehrt. Ich muss jetzt nochmal meine Stelle wiederfinden, wo ich gerade war. Ne? Jetzt habe ich Kleeblätter eingesammelt. Hier stehen übrigens auch noch welche. Oh. Dann sind wir wahrscheinlich hier ganz verkehrt. So, ich glaube, wir sind wieder da. Hat ein bisschen gedauert, aber immerhin ist es noch nicht dunkel. Aber hier unten war das. Was war das? Ist der Vogel das gewesen? Hier gibt es auch einen großen Vogel. Der kommt ab und zu mal. Setzt sich irgendwo hin, dann sieht man den Schatten. Sehr unheimlich, weil der natürlich riesengroß ist aus unserer Perspektive. So, dann haben wir hier natürlich wieder die kleinen fiesen Möpse. Und ich hoffe mal, das ist immer noch friedlich hier, ja, tatsächlich. Da oben ist eine Laus, komm. Halten wir uns mal eben hier den Rücken frei. Wow, cool, noch ein Erfolg. Da kriegt man auch immer Wissenschaftspunkte und so. Und da gibt es hier solche Labore, die man aufsuchen kann. Und wo man das eintauschen kann. Guck mal, da ist was im Boden verschwunden. Habt ihr das gesehen? Guck mal hier. Da braucht man eine Schaufel. Und da kommt da so eine Made raus. Zack, nehmen wir mit. Haben wir den überhaupt noch? Ich guck mal, schon wieder alles voll, ne? Okay. Oh. Was ist das? Genau, Max. Zeig's ihnen. Hier piepst aber immer noch irgendwie rum, ne? Blip. Ja, und die Dinger nehmen wir uns auch mit. Muss ich die jetzt mit einem Hammer zerschlagen? Ich glaube schon. Ich glaube, die müssen wir mit einem Hammer kaputt hauen. Aber das ist schon cooles Zeug, denn da kann ich mir... Ja, das lassen wir jetzt hier. Das lassen wir auch hier. Brauchen wir alles nicht. Das Zeug brauchen wir sowieso nicht. Da haben wir zu Hause genug von. Sprössling brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir lieber hier diese Eichelklappen mit und die ganzen Schalen und Eichelbrocken. Und was sehen wir da? Dann haben die Eicheln doch tatsächlich den Weg versperrt in die Höhle.
Und ich habe keine Fackel dabei, ne? Das bringt also nicht viel. Ah, komm, solange wir noch ein bisschen was sehen. Was ist denn das zum Beispiel hier? Uninteressant. Was ist das denn da vorne? Wo sind wir denn hier? Boah, noch eine Entdeckung, Leute. Es geht ja heute hier. Klar, wir haben diese komischen Käfer, Baumkäfer da nicht gefunden, aber was soll's? Was soll's? Wir machen hier eine Entdeckung nach der anderen. Ich habe mich ja allein schon über die Höhle gefreut und hier sind hier auch noch tolle Sachen drin. Wenn ich das jetzt wegnehme, ist wieder ganz dunkel. Wo geht's denn da noch lang? Also müssen wir erstmal hier untersuchen, denn hier stehen dann meistens noch Sachen. Hier zum Beispiel. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Burgle, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SMPI 42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Does it require cooking, flipping, or grilling? No, none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Ja, den Bürgel kennen wir ja. Das ist ein kleiner Roboter hier, der hier auch irgendwo aufzufinden ist. Der gibt uns teilweise auch ja, diese Aufträge, die wir, von denen wir jetzt einen gerade erledigt haben. Jetzt brauchen wir noch den Steinhaufen-Gipfel. Ne? Und dann können wir uns praktisch jeden Tag können wir uns bei dem Bürgel Aufgaben abholen. Aber das ist immer sehr kompliziert. Haben wir was zum Analysieren zufällig gerade da? Ne, alles schon bekannte Sachen. Auch so funktioniert das. Ne? Man analysiert halt so Sachen, irgendwelche Produkte, Materialien. Alles mögliche, was man so findet. Und dadurch schalten sich Rezepte frei und ja, Baupläne und sowas. Ne? Das ist auch ganz schön gemacht. Da hat man also ein schönen Fortschritt zu verzeichnen. Und ich glaube, es geht hier vielleicht sogar wieder raus. Komm, wir nehmen jetzt mal die Punkte mit. Science! Und wie ich mich kenne, landen wir jetzt wieder voll in der Spinnenhöhle. Hier ist aber versperrt. Da scheint noch eine größere Höhle hinter zu sein. Ein Quarzit ist das. Quarzit ist natürlich super für uns. Da weiß ich, dass ich hier nochmal hin muss. Auf jeden Fall. Das ist ja in der Nähe unserer unseres Markers, den wir gefunden haben. Mir reicht es meistens, wenn ich einfach weiß, wo die Sachen sind. Und der Marker ist ja jetzt hier auch auf der Map markiert. Das findet man also leichter. Und schaut mal, ich habe schon oft erzählt was von der Dunkelheit, ne? Versteht ihr, was ich meine? Natürlich ist es in der Höhle dunkel. Ja, aber es ist so gemacht, dass es hier voll dunkel ist und spannend. Aber man kann immer noch reinrennen. Man kann weiterspielen. Und ich glaube, es geht hier sogar noch einen anderen Gang runter. Ja, man erkennt genug. Man muss dann halt entscheiden, was man hier macht. Das ist hier, glaube ich, Wasser. Wir können das auch trinken, das ist aber wahrscheinlich verunreinigt. Das wäre interessant. Jetzt könnte ja sein, dass sie es inzwischen geändert haben. Denn normalerweise war das nicht besonders schlimm. Man konnte auch verunreinigtes Wasser trinken. Ja, Max beschwert sich dann. Ja, doch. Wir kriegen ganz viel Hunger davon. Also, okay. Ja, stimmt, das war vorher auch schon so. I'm not picky. Futtern wir nochmal ein bisschen nach. So. Und dann ging es, glaube ich, hier raus. Ja, genau. Und ich glaube, ich sollte mal wieder nach Hause zum Schlafen. Damit es nicht zu gefährlich wird. Versuche mich mal kurz zu orientieren. Ja, in Richtung der Laser laufen ist auf jeden Fall die richtige Idee.
So, haben wir den Kanister auch wieder gefüllt. Ich bin wieder sicher zu Hause angekommen. Da haben wir vorher gewohnt oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir auch nur so ein armes Nachbarkind, was hier mal einen Ball über den Zaun geworfen hat und schwupps sind wir geschrumpft. Ne? Ja, Kinders, aber ich bin auch immer sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein. Ich wurde nämlich auch schon hier unten direkt vor der Tür noch überfallen. Ja, von Kreaturen, die wir heute Gott sei Dank nicht gesehen haben. Das hättet ihr wahrscheinlich nicht verkraftet. Da hinten bewegt sich etwas Verdächtiges. Dann schauen wir nochmal nach, was das ist. Möchte ich ja jetzt schon wissen. Vielleicht sehen wir ja doch noch was. Gerade nachts und gegen morgen meiner Erfahrung nach. Das sind nur die Ameisen, die haben hier oben einen Bau. Lassen wir die mal in Ruhe. Auch in den Ameisenbau. Ja, da waren wir auch so schon mal drin. Aber müssen wir jetzt nicht machen. Nee, es geht um die Wolfsspinnen. Ja, die Wolfsspinnen, das sind so richtig große, fiese Spinnen. Die sind wirklich furchteinflößend. Da ist das, was wir heute gesehen haben, gar nichts gegen. Deswegen könnt ihr da wirklich froh sein, dass die uns in Ruhe gelassen haben. Die wandern nämlich schon mal ein bisschen durch die Gegend, besonders nachts. Und so in den frühen Abendstunden, um ja, auf Beutefang zu gehen. Und was die unter Beute verstehen, das könnt ihr euch denken. Hauen wir hier mal gegen, dann kommt da der Tropfen runter. Da ist er. That was refreshing. Ja, sehr erfrischend. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge jetzt hier auch sehr erfrischend. Also spontan. Wie gesagt, richtiges Let's Play, richtige Serie machen wir dann mal später, wenn das Spiel noch ein bisschen fertiger ist. Dass wir von vorne an so richtig was zu spielen haben. Aber es war eine schöne Zeit für mich. Also, mir hat es jedenfalls heute viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Doch einige Ziele erreicht. Nicht mein Hauptziel, was ich eigentlich vorhatte mit diesem Level 2 Hammer. Gut, da arbeite ich jetzt weiter dran, ne? Und halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht streamen wir uns ja auch mal wieder. Keine Ahnung. Guckt immer auf minenarbeit.de für das aktuelle Programm, was so läuft. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch eine sehr schöne Zeit bei allem, was ihr so tut. Habt viel Spaß, ne? Und bleibt vor allem auch sauber und dem Kanal treu. Schaut euch nach oben. Videos sind eingeblendet. Ja, und dann lasst euch vor allem auch von den Gott sei Dank nicht vorhandenen Wolfsspinnen keine Angst einjagen.